Na gut. Ich habe ja gesagt, das wird interessant, wenn ich fliegen muss. Oh, jetzt haben wir hier das Rennen aktiviert. Wollte ich gar nicht. Naja, scheiß drauf. Kann ich es wieder mit Plus abbrechen? Warte. Kann ich nicht. Na gut. Dann zählt er halt weiter. Kann er ja fröhlich machen, ist mir egal. Ich hoffe, das geht dann... Alter, der Wagen fährt sich aber richtig gut. Der schaukelt zum Glück überhaupt nicht. So. Ja, so fährt man. Habe ich schon mal gesagt, das ist ein bisschen scheiße, wenn man die ganze Zeit durch die Gegend fahren muss. Vielleicht sollte ich das rausschneiden, aber naja. Ist auch doof. Ich weiß nämlich immer nicht, was ich erzählen soll. Dann komme ich mir schäbig vor, weil ich bloß wieder irgendeinen Müllsabbel... Sabbel. Genau, wenn ich bloß irgendeinen Müllsabbel und immer bloß so sage, gehe ich mir ja selber auf den Sack. Aber ich kann ja nichts ändern. An den langen Wegen hier. Und an meinem Versagen. Das ist halt natürlich, dafür kann ich nichts. Das ist mir angeboren. Och. Ach, jetzt ist die Mission... Ah, okay. Hallo? Ja? Oh, nee. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun or your new action? You're making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. Da sollte aber jemand mal die Spuckekügelchen aus dem Telefon jetzt entfernen, weil... Uiuiui, und Tommy hat jetzt bestimmt Tinnitus. Da ist aber jemand ungehalten. Was ist denn da los? Ist das etwa jetzt die Ankündigung für die Endmission? Ich freue mich schon auf die. Aber erst sind wir hier mit dem Dildo-Jet beschäftigt. Okay, nochmal. Vielleicht... Aber man kommt mit diesem Flugzeug einfach nicht nach oben. Das ist einfach... Ich komme nicht hoch. Es passt einfach überhaupt nicht, wenn ich das sage, hier bei diesem Geschäft. So, pass auf, jetzt. Ich starte. So, vielleicht fliege ich erstmal... Ich will ja ganz sanft, ne? Sonst fahren wir gleich wieder nach unten. Die Flieger sind echt kacke hier. So, wenn ich ein bisschen steiler fliege, dann gibt der schon auf. So, irgendwo da hinten ist es. Das verfehle ich doch wieder. Ich sehe es schon kommen. Gut, wir sind jetzt ein bisschen hoch. So, da hinten. Ich hoffe, das kriege ich. Oh Gott. Nein, 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 nein. Yeah! So. Jetzt ist es auf einmal zu schnell, das Ding. Okay, warte, wo? Oh ne, hier dazwischen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wer hat denn die Idee gehabt, Entwickler? Hm? Alter, boah, Alter. Boah, ich glaube, die Mission werde ich noch ein bisschen wiederholen müssen. Das merke ich jetzt schon. Alter, 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 Alter. Boah, Alter. Ja, Alter. Das, Jo, Alter, das geht gar nicht, ey. Ist ja voll Kacke hier. Da oben fliegt der Hubschrauber. Okay, da hinten. Ich versuche zu zielen. Das Problem ist, man gibt Gas und dann fliegt das Ding zu schnell. Oh Gott. Und dann, ja. Ich habe da hinten übrigens was ausgelassen, aber ich denke, das kommt noch. Okay, hier hinten. Irgendwo beim Flughafen. Wahrscheinlich da drüber. Auf den Dächern. So, da. Oh Gott, jetzt muss ich hier drunter bei den Palmen. Ihr seid doch einfach... Ihr seid doch scheiße, seid ihr. Alter. Okay, habe ich. Sehr gut. Dann holen wir uns jetzt hinten bei der Bootswerft hier. In der Richtung ist was. Das sind immer so kleine Ziele, ne? Man fährt da in diese Dinger und dann muss man bis zu dem zweiten, bis zu dem roten, teilt er dann die Flyer aus. Oh Gott, hier beim Schiff, ich sehe es kommen. Es läuft bis jetzt ganz gut, aber das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, ich weiß. Hm. Okay, warte, wo? Wo? Wo ist es? Okay, nicht beim Schiff. Hoffe ich. Hoffentlich irgendwo erreichbar. Och, na super, irgendwo in der Straße hier unten, oder? Sind in der richtigen Höhe, okay, dort. Dann muss ich wahrscheinlich ausweichen. Na gut, es geht. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Okay, da können wir gleich da unten weitermachen. Dann bleibt nur noch eins, okay. In der Höhe, oh oh. Ich habe Angst. Ich glaube, es ist zwischen den Häusern, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe die Mission ja schon mal gemacht.
So, da, okay. Hier dazwischen. Hier in der Straße, natürlich. Wow. Dass ich das geschafft habe, bin ich jetzt auch selber überrascht. Okay, ich drehe hier nochmal eine Runde, damit ich wieder auf die Straße komme. Da ist es mir ein bisschen sicherer als zwischen den Hochhäusern. Und wenn das Ding einmal in der Luft ist, dann fliegt das echt viel besser, muss man sagen. Dann ist das echt angenehmer. So, wo ist jetzt das letzte? Da, natürlich. So, dass man... Okay, pass auf. Oh, das war doof. Das war dumm. Nein! Alter. So, jetzt hier. Und jetzt das letzte. Da hinten, okay. Hui, das war anstrengend, aber ich bin überrascht, dass ich das doch so ganz gut hingekriegt habe. Yeah, Mission erfüllt! Wuhu! Guck mal, dann fliege ich jetzt nochmal so eine Ehrenrunde und wir landen so, dass wir direkt bei der... Dass wir wieder beim... Ach, guck mal hier oben. Ja, schade, dass man das nicht rammen kann. So, wir landen direkt jetzt vorm Filmstudio. Ja, komm, das muss ein bisschen eine elegante Landung werden. Toll, jetzt steht da schon wieder eins. Na gut, so elegant war es jetzt dann doch nicht. Pass auf, ich fahre das mal an Land. Das ist mir sicherer, dass ich da nicht ins Wasser falle. Gut. Das kümmert sich. Sehr schön. So, da können wir nämlich ganz gemütlich hier die Mission abfrühstücken. Wir wollen ja vorankommen. Ich will ja endlich mal fertig werden. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon die Ankündigung war für die Mission beim Versetti Estate. Die letzte Mission, weil Sunny ist ja jetzt irgendwie wütend. Der kommt jetzt, glaube ich, hier rüber und dann... Ich bin ruhig, okay. Ein Mann namens Martha. Jetzt wird's okay. Sehr interessant. What's the problem now? After his close encounter with the Nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the vat of mashed potatoes, but then we... I don't give a crap about that! Just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Okay, all right. Okay. Candy, okay, you know Shrub. Okay, you guys get up to anything kinky? Oh, yeah. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. All right. Oh, yeah. Okay. All right. Yes. Oh, yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah, Candy. Oh. Yeah. Oh. You got that. Was that part of the, what was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she'll lead you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Alter, ich will nicht wissen, wer den Typen da gerade vertont hat. Alter, der die ganze... Alter, der klang total behindert. Entschuldigung, das sollte man nicht sagen so als Ausdruck, aber das klang so. Wie halt, ne, der war so ein bisschen minder bemittelt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass der noch so... Alter. Musste ich lachen. So. Hallo. Ah, die feine Dame muss erst in ihre Stretch-Limo einsteigen. Natürlich, ich vergaß. Jetzt übrigens diese Fotomission, die ich mal vermisst habe, die kommt jetzt. Wo wir, glaube ich, über dieses Gebäude, auf das Gebäude müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Ach, jetzt rennt sie, weißt du? Oh, die ist so dumm manchmal. Gut, dann folgen wir der Stretch-Limo. Unauffällig. Bewaffnet mit einer Kamera. Auch bestimmt so richtig schöne mit Filmen, wo man entwickeln gehen muss. Ach ja. Wo ich kleiner war, hatte ich auch mal so eine aus Plastik. So eine ganz billige. Da habe ich total viele Fotos gemacht. Toll war dann immer für meine Eltern, die zu entwickeln, weil da so viel sinnloses Zeug dabei war. Aber ich fand's toll. Boah, der fährt ja richtig gefährlich hier, der Mann, der Stretch-Limo. Nur leider für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam, aber hey. Die Polizei nimmt auch mal Vorfahrt. Na, okay, gut, wir hatten Rot. Oh, Junge, käst dich aus. Es dauert wieder Stunden.
glaube, wir sind bald da, irgendwo bei dem großen Hotel. Von dem aus müssen wir nämlich fotografieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier bei dem großen, was wir direkt vor uns haben. Ich glaube, das war's, oder? Nein, es ist noch eins weiter. Da drüben das Gebäude. Wo jetzt der Pfeil ist, das Gebäude geradeaus, dort ist das, glaube ich. Wo sie abgesetzt wird. Das Motorgeräusch ist auch geil. Alter. Endlich. Oh Mädchen, jetzt läuft die wieder so langsam. Guck mal, was sie da mit ihrer Hüfte macht. Das kann eigentlich auch nicht gesund sein, oder? Oh, was ist das für ein schmieriger Typ? Hey. Hey. Cammy, could you call me Martha? Oh, Alex. I mean Martha. Whatever you say. Mhm. Du brauchst drei gute kompromittierte Fotos von Alex Schrock mit Candy. Okay. Als zufälliger das WK Carriott Hotel gegenüber seines Balkons dürfte eine ideale Position zum Fotografieren bieten. Ja, das tut es wirklich. Es gibt eine Seitentür, die durch die du in das Hotel kommst. Ich parke meinen Wagen mal hier. Nee, den parke ich noch ein bisschen anders. Denn ich weiß, dass wir flüchten müssen. Wahrscheinlich ist das nicht der beste Wagen dafür, aber besser als gar keiner. So, wir können nämlich jetzt hier nach oben. Wir haben gar keine Waffen, weil hier sind dann, glaube ich... Ich glaube, wir bleiben nicht alleine. Denn wir haben ja die Security gesehen. So, ein sehr schöner Flur. Wirklich, der ist... Wow, so viel Bilder und so viel frische Farben. Und so hoch. Jetzt. Echt schön hier. So. Dann spannen wir noch mal ein bisschen, hm? Alter, was trägt der denn? Hatten wir das Thema mit Travestien nicht schon mal? Warte mal, machen die jetzt noch irgendwas? Weil es wäre cool, wenn die sich noch mal so ein bisschen lieb haben würden. Guck mal, der Typ erkennt uns nämlich dann. Eigentlich total unvorsichtig. Wir müssten uns, naja, so ein bisschen wegbewegen. Aber die machen wirklich nichts anderes. Ich dachte, die knutschen vielleicht noch mal oder so. Wie schön man da unten auch die Sackhaare so rausgucken sieht. Okay, egal. Martha, someone's watching. Stimmt gar nicht. How kinky. Wie erregend, ehrlich. Oh, ich hab noch einen Schuss von der hier. Ich geb dir keine Kamera. Oh, Alter, wir haben... Soll ich dein Ernst? Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 Sterne. Na, herzlichen Glückwunsch. Die schießen, obwohl die uns noch nicht mal sehen. Das ist schlau. Das ist die beste Security, die ich hier gesehen habe. Okay, gut, dass die hier noch nicht stehen. Aber die dürften gleich auftauchen. Alter, Jungs. Ihr verballert eure ganze schöne Munition. Ach, hier. Okay, das war ungünstig. Okay, das ist jetzt echt schwierig, weil ich keine Rüstung habe. So, den haben wir. Den haben wir auch. Alter. Okay, ich brauchte nur die Waffe. Alter, das halte ich nicht. Das halte ich nicht aus. Das geht schief. Ich hätte mir echt Rüstung kaufen sollen. Aber ich glaube, dass wir draußen ja... Werden wir doch auch erwartet. Bevor mein Auto steht noch. Ich höre schon die Polizei und alles an. Ankommen. Oh Gott, jetzt wird's. Steig ein. Gut, Hauptsache ich bin im Wagen, dann kann mir erstmal meiner Gesundheit jetzt nicht so viel passieren. Allerdings sind die ja ein bisschen wütend, ne? Ja, jetzt geht's los. Na, herzlichen Glückwunsch. Gut, den Stern haben wir. Alter, 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 Alter. Das wird lustig mit dem Auto. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich muss ins Pay and Spray. Alter, nein. Nein. Okay, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Oh, gut, dass ich das noch wusste. Alter. Gut, dass ich noch wusste, dass es hier lang geht. Okay.
Hier können die uns nur per Helikopter, der bestimmt gleich kommt, erledigen. So, hier drüben dürfte dann vielleicht irgendwo ein kleines Auto. Ich warte mal dann hier oben und warte, bis ein Auto vorbeikommt. Dann können wir uns das irgendwie schnappen. Scheiße, jetzt kommt der Heli. Da ist nur das kleine Moped. Ach, Kacke. Da drüben können wir noch einen Stern loswerden. Oh, oh. Da können wir noch einen Stern loswerden. Was? Warte mal, warum geht... Ah, jetzt, okay. Schön, wie die an uns vorbeilaufen. Da drüben steht ein Wagen. Der ist zwar auch denkbar scheiße, aber besser als nichts. Gut, dann gehen wir jetzt direkt ins Pain Spray. Oh, wow. Gut, das lief ganz gut. Das war unser Glück eigentlich, dass wir jetzt den Wagen gefunden haben. Und dass wir den Stern noch gefunden haben, sonst wäre es echt, glaube ich, übel ausgegangen. So, ich muss da rüber. Der Wagen ist scheiße, aber okay. Ich warte, bis die Sterne komplett weg sind. Komm schon. Komm schon. Jetzt sind sie weg, jetzt können wir Gas geben. Das war geschmeidig. Das war auch geschmeidig. Wow, wir sind gerade auf zwei Rädern und haben das Auto touchiert. Ja, das ist einfach nur Skill. Da kannst du mir jetzt nichts erzählen. Okay, ich bin falsch gefahren. Das war kein Skill, aber gewollt. Ganz sicher, bin ich mir sicher. So, dann fahren wir ja am besten ein paar Leute um, damit wir die Sterne gleich wieder haben. Oh, hier läuft da gar keiner. Praktisch. Okay. Sehr gut. Jetzt fliegen wir, glaube ich, gleich wieder durch die Gegend. Alles Skill. Ja, das ist alles Skill. Auch das war alles geplant. Gib mir dein Auto. Huch. Ich dachte jetzt, das schadet uns ein bisschen mehr, aber Gott sei Dank nicht. Ich dachte, ich fliege jetzt mit in die Luft. Das wär's gewesen. So, da sind wir schon wieder. Das ging schnell. Und wir sind die Typen, glaube ich... Oh Gott! Alter, nein! 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 Alter, wie gemein! Oh, ihr Ficker! Ihr könnt mich mal! Oh, Kacke! Jetzt trinke ich was. Fick dich doch. Wasser. Ach, fuck you. Das gibt's doch nicht. Boah, kotzt mich das jetzt an. Ich brauche Ammunition. Ich brauche Rüstung. Und Waffen. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Da drüben steht das Taxi. Das steht dann, glaube ich, leider nicht mehr. Aber ich kaufe mir erst Waffen. So gehe ich hier nicht mehr zu dieser Mission. Oh, Alter, das ist doch nicht wahr. Da macht er uns mit ein paar Schuss das Auto kaputt. Das ist doch nicht... Das ist doch nicht. Mann, es lief so gut, okay. Ich muss mir merken, dass ich die Sterne nutze. Und vielleicht mit einem besseren Wagen da auftauchen. Vielleicht sollte ich mir irgendwo einen Cheater suchen. So, pass auf. Ach, Kacke, da ist doch was. Scheiße. So, das dürfte reichen. Und dann holen wir uns noch eine kugelsichere Weste und dann... Na komm. So. Klar. Im Einkaufszentrum erstmal wild durch die Gegend schießen. Das ist doch... So macht man das. Das ist richtige Security-Arbeit. So läuft das hier, verstehst du? Okay, pass auf, ich gehe auf die große Straße, also zumindest hier auf die Straße da drüben. Oh, das war dumm. Aber lustig, denn wir sind jetzt... Ach, guck mal, schade, jetzt geht's nicht mehr. Doch, wenn wir springen... Ich habe einen Bug entdeckt, guck mal. Warum geht das Haus so lang? Ich meine, ne, das da unten. Können wir uns ein bisschen in der Map von Vice City umgucken, wenn wir springen. Das ist ja lustig. So. Bitte was? So, jetzt warte ich hier mal ganz kurz, bis hier vielleicht ein paar ordentliche Autos angefahren kommen. Ein Cheater wäre ganz nett.
Der wäre auch gegangen, aber der ist halt offen. Doof, ich kann mich halt nicht da nicht umgucken. Hier, der wäre auch. Na, warte mal. Das sieht doch gut aus. Ja, das sieht perfekt aus. Gar nix, ich brauche nur dein Auto. Sehr, 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 sehr gut. Das ist ein perfekter Fluchtwagen. Wenn ich ihn ganz lasse. Es geht einfach nicht, oder? Na gut, die Schramme dürfte jetzt nicht das Schlimmste gewesen sein. Dürfte eigentlich nicht gleich auseinanderfallen. Kommt drauf an, wie der Vorbesitzer mit umgegangen ist. Gut, machen wir den Scheiß nochmal. Oh, jetzt muss ich ja den wieder... Oh nö, jetzt muss ich der Eulen ja wieder folgen. Oh. Die hat auch nur mit der Puppe gefickt. Ach. Ich sehe es gerade erst. Wie lustig. Warum sagt er mir das vorher nicht an? Also warum weist er mich nicht drauf hin? Ja, perfekte Musik dafür. Ich meine, das ist ja geradezu perfekt. So, warte mal, wie war's? Ja, toll, die Steuerung, ich liebe sie. Achso, jetzt muss ich dir ja trotzdem folgen, da unten. Na toll, die braucht doch erstmal Stunden, ehe die wieder bei ihrer Limo ist. Und ich kann mich nicht umsehen im Flieger. Das ist total toll.